So. Wir gehen rein. Das ist mein Stream. Hallo. Smashtronetic. Ja. Keine Werbung und wir schauen uns TCG an. Herzlich willkommen. Oh. Chat, wer ist das? Kennt ihr die? Da würde ich reinfolgen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder rein subben. Ich fand, die war sehr sympathisch. Kann man mal Hallo sagen. Hallo René. Hi, Sandy aus. Das auch. Die ist hot. Hot ist sie auch. Na, guck mal, Viro direkt mit dem Follow. Dankeschön. Jetzt willkommen. Dankeschön. Gibt's dann eben diesen Pfannkuchen? Das müsst Jova, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. 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 Hallo, Jova. Moin. Boah, bei der Sub? Nee. Cringe. Lol. Lohnt sich auch zusammen. Es lohnt sich auch sehr zusammen. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Streamen mit dem Film Setup. Eben diesen Pfannkuchen. Das müsste jetzt hier auch gleich fertig sein, eigentlich. Oh, oh nein! Scheiße! Oh, verdammt! Oh nein, der Teig oder whatever das war. Naja. Irgendwas zusammengerührt. Auf jeden Fall, ich bin gerade gechillt. Mhm. Ich habe nämlich hier mein Glas Nudelsalat, mein Teller Cola und wir können einfach gleich losgehen. Ist es ein Deal? Kennt man, ja. Von der Amazon-Seite von dieser Ukulele. Passt auf. Die kann gut Weinflaschen Beschreibung. Aufbauen. Dies ist da Kineo-Ukulele, die sie mitnehmen, wie sie die Wildnis erkunden oder auf einer verrüsten Insel sind. Warum eine Kohala Kineo-Ukulele nehmen? Weil es zuverlässig ist. Der K.O. ist die zuverlässigste Marmeladenschleifmaschine auf diesem Holo-Oko-A-Planeten und das ist wichtig. Das könnte auch aus so einem Deponia-Spiel jetzt irgendwie so eine Beschreibung sein von irgendwas. Sie wissen nie, ob sie Rindfleisch mit einem Hai machen oder in einem brüllenden Fluss schwimmen müssen. Aber sie wissen, dass ihre vertrauenswürdige K.O.-Ukulele eine glatte Nut herauspumpt. Egal welche Gefahr. Gefertigt mit orientalischem Mahagoni und verzahnten Stimmmaschinen. Diese Ukulelen haben die Kraft, ein Lächeln auf jedes stinkende Gesicht zu knacken. Zu knacken? Die hätte ich auch gerne, die Ukulele. Ich hatte den in der Hand, als er noch drei hatte. Oh, du bist am Arsch! Ja! Für alle, die sich wundern, meine Frau spielt gerade eine Runde Uno. Digga. Ist Uno ein neues Horrorspiel oder redest du von dem Spiel? Digga, ich bin kurz davor, Anna anzurufen und zu fragen, ob alles okay ist. Mach das mal, das finde ich sehr witzig. Es klingelt, ich hör's. Oh, ich hab einen Kurvmoment. Hallo Anne, ich wollte mich versichern, ob bei dir alles in Ordnung ist. Wir machen uns große Sorgen hier im Stream. 2 Stunden Uno, eine Partie und ich habe gewonnen. Alles klar, also ist alles in Ordnung. Wenn nicht blinzle schnell 6-mal hintereinander, dann komme ich und hole dich ab. Das ist schon. Kojole. Headshot. LOL, war da eine Mine? Wir gehen einfach hin, wir gehen aber zu Katta. Katta macht gerade einen Kochstream. Ich weiß nur nicht, was sie gerade tut. Ich hoffe, ich kill mich nicht selber. Ah ja, der kommt dicke. Ich vertraue dir, ne? Ja, mach mal. Oh, zu Lux, sorry. Das ist halt krass. Yeet! Timo! Das habe ich heute bei Mel gesehen, den Clip. Da habe ich kurz reingeschaltet und gesagt, oh, ich muss wieder ausmachen. Der fliegt mit einer Drohne übers Feld. Und hat einfach einen Fuchs gesehen. So cute. Mit der Musik noch dazu, voll geil. Ist cute. Ja, und dann hat sich diese Firma selbst bei mir gemeldet. Dann hat sich die... Gut. Es ist jetzt, es reicht, Chat. Mikrofon wurde weggedreht, wir machen nicht weiter. Ah. Oh, Somasima, du möchtest etwas Neues lernen? Nun, ich bin bereit, dir mein Wissen mit... Wenn ich drauf geblieben ist, hat mich so getriggert. Ich glaube, er kam nicht hinterher, weil der Fuchs so schnell war, oder? Oder er wollte halt gucken, ob da woanders Füchse sind oder was anderes ist. Katze sagt nein. Die müssen schauen, ob der Tiere im Feld sind, bevor sie mähen. Ja, genau, das haben die dann auch im Chat geschrieben bei Mel. Und Mel meinte auch, das wäre super cool, weil
ihre Mutter wohl auch, also ein Pferd hat und das steht am Stall und da gab es wohl mal einen Unfall auf dem Feld anscheinend. Da ist wohl was Unschönes passiert. Deswegen finde ich das voll gut, dass sie es machen. Drohnenflug bei Bauern ist weit verbreitet, vor allem mit Wärmebild. Ja, Wärmebild. Ja, ja, die Rehkitze, die manchmal werden die ja da gelassen und dann gehen die Eltern, also die Eltern holen die dann irgendwie später ab, so nach dem Motto. Und dann verstecken sich die Kitze da und dann, ja. Finde ich aber gut. Sehr gut. Ja, es ist sehr wichtig. Ich glaube, es gibt leider noch Leute, die das nicht machen oder nicht genug machen. Deswegen finde ich es auch sehr cool. Und dass er das halt streamt, ist halt irgendwie auch sehr cool. Dass man das halt von außen auch so, also als, ne, für mich jetzt, die jetzt nicht sowas mit Landwirtschaft zu tun hat oder sonstiges, dass man sich das angucken kann. Das hat irgendwie auch was Entspannendes, finde ich. Und vor allem dann siehst du auch sowas wie so einen coolen Fuchs da. Der war ja auch voll schön. So cute. Füchse über die Felder huschen. Wir hatten auch mal einen Fuchs am Stall. Also ich war früher auch reiten. Und da war auch ein Fuchs am Stall. Also nicht am Stall selber, aber so in der Nähe vom Stall. Und einmal war ich sehr, sehr früh am Stall und da war der auch, habe ich den auch so gesehen. Der hatte aber Angst vor Menschen und der ist sehr schnell weggehuscht in den Wald wieder rein. Zu teilen. Der längste Ortsname der Welt ist Taumatafakatangihangakoo. Der hat niemals eine Fluggenehmigung für das Ding? Meinst du nicht? Vielleicht braucht er die ja damit, also. Und ich meine, wen soll das denn da jucken? Auf dem Feld, wo niemand ist, morgens um 5 Uhr oder wann auch immer der das macht. Da waren Windräder, absolutes Verbot. Achso, weil er mit der Drohne in die Windräder hätte reinfliegen können, oder was? Jetzt hast du nichts gelernt, nochmal zurück. Okay, Entschuldigung. Und dann hat sich diese Firma selbst bei mir gemeldet. Dann hat sich die weggedreht. Wir machen nicht weiter. Oh, Somasima, du möchtest etwas Neues lernen? Ja. Nun, ich bin bereit, dir mein Wissen mitzuteilen. Der längste Ortsname der Welt ist Taumatafakatangihangakoo Otemetichiripukakapiki Mauna Horemikupokai Wenua Kitnatahu. Ein wahrlich beeindruckender Name für einen Ort in Neuseeland, nicht wahr? Hallo Gali. Gibt's denn wirklich den Ort? Dankeschön für die 18 Monate, Gali. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, ich sehe jetzt erst, dass... Ich dachte, die wären beim Milchbaum gewesen. Ich sehe jetzt erst, dass das ein Greenscreen war. Und dass er, also da... Oh mein Gott, das sehe ich jetzt erst. Ich dachte, die saßen wirklich nebeneinander. Das ist jetzt über 3 TCG-Folgen sitzen die da so. Und ich habe es jetzt erst gerafft. Ach du Scheiße. Das dürfen wir auch niemandem erzählen, Chat. Kann das unter uns bleiben? Können wir vielleicht einen Pakt schließen, dass wir das keinem Menschen erzählen? Das wäre wichtig für den Moment so. Hallo Ralle, willkommen zurück. Nee, das klippen wir bitte nicht einfach mal. Das brauchen wir nicht klippen eigentlich. Nein! Halt, stopp! Nein! Oh nein! Wir sollen heute aber viel vergessen. Ja, können wir nicht so ein Gruppenbesäufnis machen und uns ein Black... Okay, nein, das machen wir nicht. Das ist nicht gut. Das machen wir nicht. Wir zelebrieren hier keinen Alkohol. Reicht jetzt. Für dich alle. Weil du so alt bist, das sieht aus wie damals bei Jen und Toro. Wow. Let me show you how I learned. Hold your hands up in the air. Now bring them down in front of your face. Wie viele Folgen musst du aufholen? Das ist jetzt die letzte, die wir gucken. See? That's... Two hands. Now, take one of your hands, put it in your mouth, and swallow as hard as you can. Now you have one hand inside of your stomach, and one hand outside. This is the best part. Take your other hand, put it next to the hand in your mouth, and swallow again. Dankeschön. Okay, das Spiel sieht lustig aus. So, und jetzt schieben wir dir das. Patze, dankeschön für den Prime. Vielen, vielen Dank. Sehr böse von Sonja. Also richtig schön rein. So. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Dankeschön. Meine lieben Freunde, aus mir unerfinden. Warte, was? So, und jetzt schieben wir dir das. Also richtig schön rein. So.
Boah, meine lieben Freunde, aus mehr unerfindlichen Gründen ist die Black Pearl leider verschwunden und sie ist in den Tiefen des Meeres. Ja. Eine von den Antworten hier gibt es noch nicht als Holy Sorte. Ja. Ja. Das war auch meine Fangfrage. Welche nicht? Den Strawberry Shark kenne ich. Den habe ich schon gesehen. Mhm. Den Bubblegum Butterfly kann ich mir. Tor hat auch reagiert und Jen auch. Aber nur. Swallow. Achso, das ist der Clip von mir. Okay, nee, den will ich nicht sehen. Ich will nicht sehen, was ich gemacht habe. Da wir es gemeinsam. Da wir es niemandem erzählen sollen, hier einen Clip, um es anderen zu zeigen. Mann, ich dachte, ihr schickt mir jetzt die Clips von Jen und Toro oder so. Was ist das? Ah, Toro. Reicht jetzt. Bin ich alle. Weil du so alt bist, das sieht aus wie damals bei Jen und Toro. Das ist ein Clip. Oh lol. Alle folgen sich auf Twitch Deutschland Chat. Irgendwann ist niemand mehr. Irgendwann folgt niemand mehr dem anderen. Blöde Pute. Okay, das war lustig. Ich kann mir gut vorstellen, aber Golas Grape klingt halt echt witzig. Oh. Lilly! Da steht Würfelhustenwurm! Das Lilly Katz hat sich ein bisschen angehört wie aus Harveys neue Augen. Wenn die Frau, wenn die Ignaz da rumschreit, Lilly! Hab ich ein bisschen dran erinnert, jetzt wo wir es auch letztens wieder. Zu viel Jumpscares ist halt auch irgendwann dann lame, ne? Weil ich meine, dann bist du. Ja, es kommt mir bekannt vor. Ja, ich bin auch noch reingefallen. Bei irgendwas, ja. Deswegen lache ich auch nicht, Chat. Ich lache Lilly nicht aus, solidarisch, weil ich auch drauf reingefallen bin. Alter. Oh Gott. Das hab ich mir auch kurz erschreckt. Die Steuerung. Ab ja, in die obere Länder. Ja, ne? Nach vorn, LS. Nach hinten, LS. Nach rechts, LS. Ja. Nach links, LS. Linker Joystick. Linker Stick. Das ist ja alles die gleiche Taste. Wo ist LS? Ach, linker Stick. Das ist immer das Beste. Damals, wer kennt's, damals im Unterricht gewesen. Wenn der Lehrer reinkommen ist mit dem Fernseher. Ja. So, meine Kinderleins, wir schauen doch. Das war mal gut. Damit hab ich dich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Lol. Freunde. Tatsächlich durch viele Training. Lol. Hab ich, Smart. Hab ich meine Brustmuskel trainiert und ja. So sieht das eben jetzt aus. Boah, Döner, Junge. Es wird immer gruseliger. Es wird immer. Oh mein Gott, was ist mein Digga, wenn das? Bro. Für Trolley. No way. Hallo, Eri Baitmoin. Boah, eine Live-Donation-Chat. Wenn der Jen hier einen Namen hätte. Ich fühle mich immer so angesprochen. Ich würde ihn Jen Jan nennen. LOL. Und da habe ich so gedacht, so. Mapse. Weil ich den Link da oben gerade sehe. Bei deiner Kappe. Ah! Den Link. Ich hab grad Google, hä? So, also. Müssen wir die auch versteuern? Gute Frage. Leute, ich bin auf der Gamescom.
Wenn ihr schon immer eine Live-Donation eine Live-Donation da lassen wolltet, ja? Nehmt einfach ein bisschen Bargeld mit auf die Gamescom, ja? Okay. Matteo hat den Clip bekommen. Oh nein, ich hab Angst. Greenscreen war und dass er, also da, oh mein Gott, das sehe ich jetzt erst. Ich dachte. Das ist nicht ihr Ernst. Das ist nicht Franzis Ernst, dass sie jetzt erst checkt, dass sie nicht nebeneinander saßen. Also das ist das Losteste, was ich jemals gesehen habe. Und ich meine das jetzt gerade ernst. Sie saßen wirklich nebeneinander. Das ist jetzt über 3 TCG-Folgen sitzen die da so und ich hab's jetzt erst gerafft. Ragebait wie Donny. Ja, Mann, das ist es. Sie hat gesehen, dass bei Donny diese Ragebait-Klicks voll gut funktionieren und jetzt macht Franzi was sind das denn, auch. Was sind denn Ragebait-Klicks? Ich bin sauer. Ja, was sind da, was ist denn das? Franzi würde echt so gut zu Bondra passen, finde ich auch. Ach du Scheiß. Ja. Und dass er, also da, oh mein nicht Gott, aus, dass er am Ende seht ihr? Ich bin eingestellt, Chat. Das ist nicht ihr Ernst. Weil, naja, gut. Und das von Matteo, ja. Reaction Reception hier, ja. Er hat aber recht. Psst, jetzt ruhig. Basti, danke für den Follow. Mit Provokation Viewer anloggen. Ich hab das wirklich nicht extra gemacht. Warum Provokation? Das ist mir selber unangenehm. Man Dinge tut, wo Leute, wie kannst du nur, aber mit Absicht. Aber das war keine Absicht. Ich wünschte, es wäre Absicht gewesen. Es war keine. Es war wirklich keine. Ey, ich hasse das auch. Kennt ihr die Leute, die, jetzt brauche ich ein gutes, passendes Beispiel. Ja, zum Beispiel diese komischen Clips, wo jemand sein Essen in die Kamera hält und das dann so runterfällt, so, weißt du? Die wissen genau, dass das runterfällt. Die wollen nur einen lustigen Clip haben. Ich hasse sowas. Oder diese eine, da war auch einmal eine bei TCG, wo es im Spiel hat's geklingelt und sie so, oh, meine Klingel. Aber es ist 23 Uhr, ich erwarte gar keinen Chat, jetzt habe ich voll Angst, es hat gerade geklingelt. Habt ihr das auch gehört? Boah, es hat geklingelt. Und der Chat hat dann irgendwann geschrieben, Alter, das war im Spiel. Und vor allem, das war so eine richtig untypische Klingel. Das war nicht so ein typischer Hausklingel-Sound. Es war so eine, aus so einem Spiel, so richtig weirder Klingelton. Wo du dir denkst so, kein Mensch hat so eine Klingel. Und sie so, oh, es hat geklingelt bei mir. Oh. Aber so bin ich nicht. Ich bin immer ehrlich zu euch. Red ich nicht raus? Es war wirklich, ja, aber doch. Die war super sus. Ja, die war mega weird. Sag einfach sowas wie Gandalf sei dein Lieblingscharakter aus Harry Potter. Clip das, lass hoch und lass das Video Klicks generieren. Nee. Ich wünsche von euch das Crossover von, was hat schon mal jemand gefragt, Leute? Warum fragen das so viele heute? Ich habe es noch nicht gesehen, nee. Es tut mir selbst am meisten weh. Ja, es ist mir unangenehm. LOL. Ich liebe solche Bugs, ne? Das ist witzig. So weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Okay, alles klar. Es ist also nur bei den Gentlemen da im Casino. Ja, natürlich. Ich meine, dort kann man ja auch die einzige Möglichkeit. Was macht er da? Hier überhaupt irgendwo große Gewinne einzufahren. Ja. Und wann waren Sie jetzt das letzte Mal drüben? Wann war das? Vor anderthalb Wochen. Nein, nicht die Chips! Also ich hab jetzt schon, also... Er klaut ihr die Chips! Vor anderthalb Wochen bin ich clean, sozusagen. Clean? Ja, also... Oh, sie ist mit einem RP und kann nicht weg! Haha, wie frech! Cool, dass du da warst. Immer gern. Danke für deine Liebe. Danke für so viel. Hast du mich gerade fett genannt? Oh mein Gott! What? Du Hund! Ich glaube, da sitzt einer drin und spielt Flöte. Lol. Auf so eine kleine Short Distance ist die halt echt immer krass. Aber man kann ganz gut. Das war ja keine kleine Short Distance. Das war ja schon Middle. War ja schon eine Middle Distance. Ist nicht so schlimm, Bram. Das war schon Middle.
Dann habe ich so eine Instagram-DM gekriegt. Und der Hund! Ey, yo, ich wohne hier nebenan bei dir. Hast du Lust? LOL, der Hund einfach! Aber wie er auch perfekt den Winkel sieht, so. Yo, da muss ich jetzt hinkacken, da bin ich... Mach hier so kleine Grillfeier, hast du Bock zu kommen? Ich meine so, nee, danke. Wie er nochmal guckt, so bin ich wirklich im Bild. Oh. Oh nein, oh, jetzt ist er aufgeregt. Jetzt war er aufgeregt und konnte nicht, weil jetzt Leute geguckt haben bestimmt. Ich kann auch nicht, wenn Leute gucken. Ich fühle den Hund. Ich kann das auch nicht, wenn andere zuschauen. Okay, pass auf. Ja, scheiße. Das war doch aufgeregt. Schreib dir mit, Mensch. Das ist Naraka? War, seit wann ist Naraka so wild geworden? Das bin ich! Ach so! Oh mein Gott! Sex? Ja. Haben wir wieder den 30. Februar? Den 30. Februar? Vielleicht haben wir den 30. Februar? Oh Gott, was war denn am 30. Februar? Was war denn am 30. Februar? Was war denn am 30. Februar? Hab ich... Ach Gott, ey, ich bin... Oh mein Gott, bin ich auf so einen schlechten Witz reingefallen. No! So. So, ich glaube, dass sie es so bei ihr sogar ernst ist, aber das klang ja geskriptete als meins gerade. Jump halt da auf die Kisten. Ach, ihr seid gemein. Ich mach den safen Weg. LOL. Sag mal, ist das Langenscheid-Logo bei NNO? Langenscheid mit dem Herzen? Ach so, das ist das League of Legends-Logo. Aber es sieht doch aus wie das Langenscheid-Logo. Leute, was soll ich euch Hallo, sagen? Hallo, Titanensohn. Oxygen. Hallo, ich will Blasen. Also nee, ich will Fische. Blase. Also Blasenfische. Oh mein Gott. Oh, Spyro. Ich bin mir nicht sicher, ob das Bentley mit einem Peace-Zeichen ist oder mit einem Hasen, den er fistet. So, mein Körper sagt 60. So. Mein Verstand sagt 5. Meine Intelligenz sagt 2. Weil ich manchmal nicht mal laufen kann. Und mein Aussehen sagt Hurensohn. LOL. Wordle.de. Rödel und Partner. Wordle.de. Ich hasse das, ne? Ich finde wirklich, also ich hasse das, wenn Leute so tun, als könnten sie Sachen nicht aussprechen, damit sie so einen lustigen Clip machen. Bin ich bescheuert oder was? Wordle. Laut Wikipedia, Publius Werk Ilios Maro, deutsch gewöhnlich Vergil, Spätantik und Mittellatein. Ein bisschen wie Donny jetzt, ne? Matteo wird richtig zum Donny. Eine Virgilius und später im Deutschen auch Virgil war ein römischer Dichter und Epiker. Wächterpalme. Wächterpalme. Oh, ich bin drüber. Naja, so eine Hand sieht ja auch aus wie eine Palme, wenn man sie das stimmt. In der Silhouette sieht. Das ist sehr wahr. Bindestrich Schlag. Bindestrich. Wie ist das denn passiert? Was kann denn im Englischen da Dash? Stehen? Dass Dash! Der Dash nach vorne! Der Bindestrich. Triple Bindestrich kann ich freischalten. Aber immerhin waren sie konsequent. Also sie haben es kurz. Der Bindestrichschlag. Ja, dann willkommen im Club. Ich bin den ganzen Tag schon am Struggeln wegen Unterleibsschmerzen. Deswegen habe ich auch erst so mega spät heute... Nein! Nein! Oh. Nein! Mein Herz! Die Sache das ist frech, wenn du das nicht vergessen gespeichert nämlich hast. Ganz, ganz viele. Ja. Es kommt nämlich auf die richtige Technik an. Und ihr müsst die Technik, im richtigen Moment Tadeus, die Technik. So machen und so und dann so und dann... Na, ihr müsst richtig Angst Schwung bei dem Spiel. Nehmen. Das war schon gut. Seht ihr? Seht ihr? Ihr müsst richtig Schwung nehmen. Oh nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Nein. Oh, das ist mir 20.000 Mal passiert. Das war so frustrierend. Ja, reicht. Wir haben Kelvin ausgesperrt, er sitzt vor der Tür. Da gucken die Füße unten durch. Hey, Kelvin. Ach nee, scheiße. Kelvin, geh weg. Kelvin. Ich kann. Alter, was ist das denn? Oh. Stützpunkten waren.
Und ich bin auch nur gestorben, weil ich kein Leben mehr hatte. Ja, null. Ja gut, das macht Sinn, wa? Macht auf jeden Fall Sinn. Mann, wer hat diesen Rucksack gepackt? Auf jeden Fall nicht deine Mutter. Toll. Das war Karma. Ich wollte gerade sagen, das war Karma. Imagine, oh mein Gott, stell dir mal vor, die deutsche Flagge hätte einen weißen Balken, wie viel krank effizienter wir noch wären. Wenn die deutsche Flagge nicht schwarz-rot-gold wäre, meinst du? Ja, wenn eine der Farben weiß wäre, weil dann müssten wir halt ein Drittel weniger pixeln. Hatten wir schon mal nicht. Nevermind! Moment, stopp, stopp, stopp! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da habe ich jetzt aber auch nicht dran gedacht gerade. Ja, bitte kein Weiß hat in die Flagge. Eigentlich. Wie cool. Ist es Ash Ketchum in alt? Hab ich auch gesagt. Genau das hab ich auch gesagt. So sieht Ash Ketchum heute aus. Ja! Hört auf! Trinkt! Nein! Das läuft über! Trinkt! Ihr müsst schlürfen! Warte. Ach, daher ist das! Oh mein Gott! Ja! Da ist die Rakete. Ja, das leere Gehirn von uns. Ja. Genau, das leere Gehirn fühle ich auch. Also, oh nein, nicht so, nicht so. Oh Mann, ey. Just saying. Ich trinke viel Milch, Vorbild, ja. LOL! Ausgenockt! Wow! Wie hab ich die getroffen? LOL! Oh, es ist so geil, wenn du das Ding reingesteckt hast und dann einfach wieder rausziehen kannst. Ey, das nimmt dir so den Druck, das ist so unglaublich. Ich wüsste gar nicht, wie gut das tut, ey. Manche sehen oder hören alles zweideutig. Hey, Chat! Aber jetzt mal ehrlich, ich falle schon recht wenig, ne? Oh, das sagt man immer, bevor man runterfällt. Oder? Ihr habt doch sicher gedacht, ich falle mehr. Man darf das auch einfach nicht sagen. Es ist immer schlecht. Ein Match wird durch Gesundheit entschieden, das im oberen... Hey, redet's... Was, Junge? Was ist es? Die Schrift, Alter. Mach es noch kleiner! Ihr Alter, also das ist wirklich... Wie willst du das lesen? Ein neuer Nachbar. Oh Gott, wer von euch ist abgewandert? Katasuri! Ich glaube, die habe ich mal gesehen. Die Frau habe ich mal gesehen auf Twitch-Clips. LOL. Nochmal zurück. Ich finde das wirklich gut, dass das Klopfen auf der rechten Seite anfängt, weil ich genau weiß, hier ist keine Tür. Das heißt, es kann nicht kommen. Wenn das auf der linken Seite anfangen würde, würde ich sagen, oh shit. What the fuck happened? So, warum, wie kann hier jemand klopfen? Aber nein, ist alles gut. Aber ich. Ist schon frech. Aber das Ding ist halt. Was habt ihr jetzt? Diese Ding. Also, ja, okay. Ich wollte gerade sagen, die stellen die Sounds ja auch ein. Das heißt, die wissen ja, dass sie existieren. Also würde ich mich prinzipiell vielleicht sogar schon weniger erschrecken. Aber ja, ich erschrecke mich auch immer von meinem eigenen Sub-Sound. Deswegen darf ich eigentlich gehen. Oder? Das ist aber wirklich krass. Das ist echt gibt's ekelhaft. Halt zum es ist halt ekelhaft gut. Warte, ich habe nicht zugehört. Und gucken, wer noch drauf reinfällt. Es war, ich musste ja zwei Folgen nachgucken und in der einen Folge war auch dieses Klopfding drin. Da ist es wär mir fast passiert, aber dadurch, dass ich hier keine Tür habe, also hier ist eine Wand, ist alles gut. Aha! Burning Night, Dankeschön. Das wollte. Ja, jetzt habe ich dich ein bisschen gebaitet. Danke für den verschenkten Sub an Furious. Es funktioniert nicht bei Geschenksubs. Es funktioniert nur, wenn Leute
wenn Leute normal resubben. Also auch nicht mit Prime, das ist so ein ganz normaler Resub. Weil die Lautstärke von einem Resub lauter ist als alles andere. Ich weiß nicht warum. Aber jetzt hast du 69 verschenkte Subs, Burden Knight. Das ist sehr gut. Das ist ein guter Counter. Ich glaube, hier klopft es nicht. Sehr gut. Jetzt weißt du, wo du das jetzt einspielen musst. Mirror die Sounds mal beim nächsten Mal. Nein, hallo! Hallo, bringt ihn jetzt nicht auf Ideen. Hier gibt's halt nichts zum Runterfallen, finde ich. Hier gibt's nichts zum Runterfallen. War es der Beat von We Will Rock You? Oh. We will rock you. Lol. We will rock you. Lol. Funktioniert über 100 Subgifts. Oh lol. Ich bin wieder drüber, nein. Nein, ich bin wieder drüber. Ah, wir sind beim Kreuz. Oh, und das. Der Hund. Marias Mutter hatte recht. Jawohl. Jemand hat hier kürzlich Blumen niedergelegt. Der Hund ist so schön aufs Grab gepickelt. Your earlobes are the same distance apart as your nipples. Until we meet again. Remember, your earlobes are the same distance apart Ernsthaft? As your nipples. Oh, das stimmt ja. Nein, ich probiere das jetzt nicht aus, Chat. Zuki braucht ein Bild. Also, Zuki, deine Brüste quellen raus auf Stegi. Oh nein, nicht meine Brüste! Oh mein Gott. Und nicht so als Sektion, wenn du zum Beispiel so raufgehst, hast du ja so eine. So Umrandung, so diese Sektion. Die Pupas haben einfach eine eigene. LOL! Okay, alles klar. Stimmt dir oder war hier was? Oh Gott, guck mal, oh ich süß aus. Oh Gott, oh ich süß aus. Hä, wie cute ist das denn? Wie kann man das einstellen, dass man eine Katze ist? Oh mein Gott, ist das süß. Ich finde das so geil. Oh mein Gott, das ist witzig. Wirklich wichtig, auch ein bisschen. Das ist mir auch wichtig. Oh, okay. Mhm. Wenn eine Fee über Nacht mir einen Penis zaubern würde. Hat sie ihren Freund angerufen? Wie geil ist sie denn? Würdest du trotzdem mit mir schlafen? Ja, das ist jetzt natürlich eine Frage. Hallo, warum überlegst du denn so lange? Gerade du. Ich habe gerade auch einen Anruf auf der zweiten Leitung, deswegen muss ich jetzt auch leider. Markus! Wir sprechen dann später nochmal, ne? Janina ist gerade im Urlaub. Aber ich weiß, dass ich sie nerven darf. Hallo Janina, ich mache dir mal eine Sprachnachricht. Ich guck gerade die neueste TCG-Folge. Ich will dich jetzt nicht zu sehr spoilern. Du bist drin. und ich wollte dir nur sagen, wenn eine Fee über Nacht dir einen Penis zaubern würde, würde ich mit dir schlafen. Schönen Urlaub noch. Liebe Grüße an Markus. Hier die zweite Antwort. Sorry, dass die Nachricht gelöscht wird. Für Snidebot, Link und so. Link Protection. Ich wollte nochmal auf das Telefonat vorher zurückkommen. Ja. Weil, also da kam ja dann dein Anruf dazwischen. Und ich wollte fragen, ob vielleicht ist der Anruf ja jetzt vorbei und du kannst mir die Frage beantworten. Ach so, welche Frage nochmal? Was war das nochmal? Ach so, nee, ich sag das natürlich gerne nochmal. Naja, wenn jetzt eine Fee kommen würde und die würde mir über Nacht einen Penis zaubern, ob du noch mit mir schlafen würdest. Trotzdem. Nach der Ehe. Ja, noch so ein bisschen vielleicht. Ein bisschen? Ja, genau. Ich glaube, ein bisschen noch. Genau. Ich glaube, das ist eine gute Antwort darauf, oder? Also, im Sinne von... Also, du drehst mir den Rücken zu, oder? Das Bild. Ja, ich habe halt keinen Freund, den ich jetzt anrufen kann und fragen kann. Deswegen musste ich jetzt lustig sein, habe mir eine Sprachnachricht geschickt. So.
Der war sad. Vielleicht antwortet sie ja noch on stream. Also wenn ich on stream bin. Kettenlachs, danke schön für den Sub. Herzlich willkommen. Ruf mich an. Ich hab deine Nummer nicht, Sunny. Sonst hätte ich jetzt dich angerufen. Dankeschön, Kettenlachs, für den Sub. Herzlich willkommen in der Community. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, den Rücken dreht er ihr genau nicht zu. Vielleicht, vielleicht. Also, ihr sollt jetzt nicht, also nein, warte, halt, stopp. Das war jetzt kein Pick-Me-Satz oder so. Ich wollte, oh Gott. Ah. Minus 14 Meter, jo. Jo. Kuchen habe ich Kuchen gehört. Oh ja, oh, gestern habe ich ganz, 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 ganz kurz überlegt, mir einen Kuchen zu kaufen. Dann kam aber mein Gedanke mit, Hime, nein, du darfst keinen Kuchen kaufen. Denk an deine Diät. Diät. Denk an das kenne ich, das sagt mein, das sagt, wo du fit sein willst. Sag mein, den Kuchen. Das sagt mein Kopf kaufe auch immer. Ihn. Du hast es dir verdient. Du hast dafür gearbeitet. Und dann habe ich einfach Döner gegessen. Ja, kenne ich. Peppi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Alles gut? Oh, lol. Oh, die schreit immer ganz doll. Nee, oder? Okay, das war lustig. Scheiße, aber auf süß. Der Schnitt war gut. Guys, ihr seht aus wie ein Haufen Scheiße. Aber auf süß und so, ne? Lol. Oh Gott! So im uns! So, ich leg jetzt mein Handy hier hin. Ja. Da ist schon eine Flagge drauf. Okay. Ja. Norwegen. Das ist richtig. Warte, das verstehe ich nicht. Ah, lol. Ach, haben die einfach nur Flaggen, also. Sollten die einfach nur raten jetzt, oder was? Boah, das sind Brustimplantate für den Winter. Weil der Papagei die Tasse umgeschissen hat. Ja, ich hab schon. Achso, warum noch hat sie geschrien? So. Winter mit Heizfunktion. Ey, stell dich mal vor, du hast mit Heizfunktion und da muss man den Nippel so knicken und dann werden die heiß. Im Winter, da liegst du doch nur noch so im Bett, oder? Oder so. Oh! Hergehört ihr geringen Verdiener. Verneigt nein, 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 das ist nicht an euch, aber es ist für mich, für mich so. Wunderschönen oh, wie unangenehm! Was sagt die Stimme irgendwas mit geringen Verdienern? Hergehört ihr geringen Verdiener. Verneigt nein, 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 das ist nicht an euch, aber es ist für mich, für mich so. Wunderschönen IL König Adam Wolke. Ja, toll, diese Nachricht wurde vor einer Minute abgeschickt und dann wird sie zufällig abgespielt, wenn du durch die Security-Schleuse gehst. Oh, wie unangenehm! Oh, das ist unangenehm. Das ist hart unangenehm. Ah ja, hier, nehmen Sie mal. Wir nehmen das Portemonnaie hier. Ja, ja, awesome. Service. Thank you. Thank you so much. Do you have a bottle opener? Oh, das fühle ich, das hatte ich in Polen. Ich war in Polen, war ich einmal in, wo wir aber auf der IEM waren, war ich in einem Einkaufszentrum. Und dann hatte ich ja auch die Slotty, heißt das so? Und der Taxi, also meine erste, ah nee, das war gar nicht, im Einkaufszentrum ging es, glaube ich, sogar. Ich glaube, im Einkaufszentrum ging es. Aber als ich dem Taxifahrer, als der Taxifahrer mich zum Hotel gefahren hat, war ich übel überfordert, ich war auch sehr müde und so. Das war abends, als ich ankam mit dem Flugzeug. Und der hat mich vom Flughafen zum Hotel gefahren. Und dann habe ich auch einfach gesagt, so, habe ich ihm so mein Portemonnaie hingegangen, so, nimm einfach raus, so. Take it. So, ich wusste es auch nicht, weil ich halt keine Ahnung hatte. Ja. Ja, vielleicht habe ich im Flugzeug ein Glas Wein getrunken. Wie das da? Ja. Um die Flugangst zu besiegen. LOL! Die macht ihm jetzt nicht ernsthaft die Flasche mit den Zähnen auf. Thank you so much. Have a nice day. Goodbye. Bye. Auf entspannt halt auch, ne? Ihr habt doch die Nachrichten gehört. Von dem hygienischer Laden. Löwen in Berlin. Das war ich. Okay, das fand ich. It was me all along. Es ist jetzt sehr interessant, weil es steht hier, wer bin ich? Und ihr seht natürlich das Bild nicht. Ich versuch's mal zu erklären. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Büffel. Ich bin ein Idiot.
Ein Büffel? Es war ein Büffel, Freunde. Weil das kostenlos ist im Flieger? Nee. Aber du kannst ja im Flieger auch Geld bezahlen. Figuren. Wir haben auf stylische Art und Weise. Hä, hey, warte mal, was, ich hab das mit dem Büffel nicht gerafft. Ein Büffel? Es war ein Büffel, Freunde. Hä? Ich das Bild nicht. Es ist jetzt sehr interessant, weil es steht hier, wer bin ich? Und ihr seht ach so! Das Bild nicht. Ich versuch's mal zu erklären. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Büffel. Ich ach bin so, ein Idiot. Weil es ein Büffel ist. Ein Büffel? Es war ein Büffel, Freunde. Sie spielt, wer bin ich und sagt es selbst. Ach so, ja, okay. Jetzt raff ich das erst. Ach so, oh mein Gott, okay. Ja, okay. Ich wüsste gerne, wie viele Uhren wir haben auf stylische Art und Weise. Die Folge war sehr lustig wieder. Ja. Der Anfang hat mir vor allem sehr gut gefallen. Ich lasse euch mal das Video hier. Ja, jetzt brauchen wir auch nicht mehr Dave the Diver spielen eigentlich. Jetzt haben wir auch eigentlich gleich 22 Uhr. Bite me! Dankeschön für den Follow, herzlich willkommen. Jetzt können wir uns noch irgendwas angucken. Das letzte habe ich nicht verstanden. Sie sollte die Uhrzeit sagen, auf eine stylische Art und Weise. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, wie viel Uhr wir haben. Wir haben anscheinend 1 Uhr oder 1 Uhr 3, 13 Uhr. 13 Uhr. 13 Uhr 6. 13 Uhr 6 war es zu dem Zeitpunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt. Die war sehr lustig, ja. Die war sehr lustig.